Hallo und herzlich willkommen bei Kalkauf. Ich stehe hier heute mit Christian, dem Produktmanager vom Agathu 1, und darüber sprechen wir heute. Ja, Christian, das Agathu 1, das ist ja schon so euer Bestseller. Was macht es denn so beliebt? Ja, im Wesentlichen ist es das Komfortpaket. Das sind zum einen die Touchpoints, wie Sattel und gefederte Sattelstütze, dann zusammen mit dem gekröpften Lenker, der sehr komfortabel ist, Vorbau, den ich im Winkel und auch zum Teil in der Höhe verstellen kann, und natürlich im Wesentlichen dann noch dazu der Rahmen, der sehr tief, aber auch sehr weit ist, was natürlich wichtig ist, wenn ich dann auf- und absteige, gerade mit Gepäck drauf, dass es dann sehr sicher ist. Ne? Mhm. Apropos Sicherheit, wie sieht es denn da beim Agathu aus? Ja, ganz wichtig sind natürlich die Bremsen. Wir haben also hydraulische Felgenbremsen. Zusätzlich kann man dann auch die Rücktrittbremse bekommen, wenn man das möchte, wahlweise halt dann auch als Freilaufvariante zu bekommen. Dann haben wir eine LED-Beleuchtungsanlage mit Standlicht. Und dann haben wir noch ein gleichschließendes Schlosssystem. Das heißt, das, was schon an Bord ist, das ist das Ringschloss und auch das Batterieschloss. Dafür brauche ich nur einen Schlüssel. Das heißt, mein Schlüsselbund wird nicht noch wesentlich größer, sondern ich habe dann mit einem Schlüssel die Möglichkeit, beides zu schließen. Beim Thema E-Antrieb, da habt ihr ja auch noch eine Besonderheit, ne? Genau, wir bieten die Plattform mit zwei verschiedenen E-Systemen an. Das eine ist eben halt so wie hier zu sehen das Shimano-System und dann auf der anderen Seite das Bosch-System. Wesentlicher Unterschied dabei ist die Batterie. Bei dem Shimano-System haben wir die Möglichkeit, richtig viel Reichweite zu generieren, bis zu 230 Kilometer, also eine sehr, sehr große Batterie. Und bei dem Bosch-System kommen wir dann auf 150 Kilometer Reichweite. Wie unterscheiden sich die beiden Antriebssysteme? Also je nachdem, was man für eine Vorliebe hat, hat man die Wahl bei Shimano zwischen dem E6100 Motor, der etwas kraftvoller ist, oder eben halt dem E5000. Und beim Bosch haben wir den Active Line Plus oder den Active Line Motor. Je nach Modellauswahl dann eben halt unterschiedlich. Ihr habt ja auch verschiedene Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Kannst du mir die mal erläutern? Also wir haben das XXL-Modell. Das ist bis 170 Kilo Gesamtgewicht zugelassen. Dann gibt es das Advance, also wunschlos glücklich Paket. Und dann gibt es noch das Move, das Einstiegsmodell. Was gefällt dir denn besonders gut an dem Agathu 1? Also im Grunde genommen, wie hier zu sehen am XXL, der Gepäckträger. Wir haben hier also drei Befestigungssysteme. Wir haben zum einen die Federklappe, wie man sie von früher schon kennt. Da haben wir hier unten eine zweite Taschenrail. Und dann gibt es hier noch das Ragtime-System. Und da kann ich dir nochmal zeigen, was man da so einbauen kann. Ja, das war's von uns mit dem Agathu 1, ein wunderschönes Citybike mit Komfort. Und wenn ihr noch nach einem anderen E-Bike auf der Suche seid, Kalkauf hat sehr, sehr viele im Angebot für euch. Schaut einfach mal in unsere Produktvideos rein. Bis bald!